bin Viktor, 24 Jahre alt. Schon früh habe ich mich für Flugzeuge interessiert und deswegen 2011 mein Maschinenbaustudium angefangen. Momentan schreibe ich an meiner Bachelorarbeit und danach habe ich vor, meinen Master zu machen. Mit Hilfe der Sparkasse kann ich mir mein Studium finanzieren. Besonders praktisch ist für mich, dass ich von überall meine Konten verwalten kann. Mit dem Online-Banking vom Smartphone aus bin ich jederzeit und überall über meine Finanzen auf dem Laufenden und kann Überweisungen tätigen, ohne dabei in die Filiale zu müssen. Spieltag Nummer 19 in der Rollhockey-Bundesliga. Der Tabellendritte IGR Remscheid, das Team mit der zweitbesten Offensive der Liga, empfing an diesem Samstag, den 1. April 2017, den Tabellensechsten des TuS Düsseldorf Nord, das Team mit der zweitbesten Defensive. Für Remscheid ging es heute vor allem darum, sich in der Tabelle weiter nach oben zu orientieren. So kurz vor den Playoffs will man sich natürlich eine möglichst gute Ausgangsposition erarbeiten. Auch Trainer Wienberg wollte von seinen Mann, die bis auf Torhüter Moritz Kreidewolf und Alexander Ober heute alle spielbereit waren, nichts als drei Punkte sehen, warnte aber trotzdem vor einem ausgeglichenen Spiel gegen die Jungs aus der Landeshauptstadt. Eine hochinteressante Anfangsphase bleibt zunächst ohne Tore, dann aber ein Geistesblitz der IGR. Kapitän Yannick Peinke sieht Yannick Lukassen mitlaufen, spielt einen klasse Pass aus der Drehung, der erreicht Lukassen und der bringt ihn unter! Das so wichtige 1:0 für die IGR in der 9. Minute. Ab diesem Zeitpunkt lief es wie am Schnürchen für Blau und Weiß. Düsseldorf kann den Ball in der 19. Minute nicht aus dem Gefahrenbereich befördern. Peinke kommt frei vor dem Tor zum Abschluss und erhöht auf 2:0. So konnte es aus Remscheider Sicht doch weitergehen. Und Nachlassen kam auch in der Folge nicht in Frage für die Röntgenstädter. Die 23. Minute. Das ist Maximilian Richter an der Mittellinie. Der packt den Hammer aus und besorgt per Distanzschuss das 3:0. Klasse Tor von der 7 der Remscheider. Noch vor der Halbzeit konnte die IGR Remscheid sogar nochmal am Ergebnis schrauben. Fabian Selbach mit hervorragendem Auge für Daniel Strieder. Und der hat keine Mühe, den Treffer zu erzielen. 4:0 in der 25. Minute. Der gleichzeitige Halbzeitstand in einer unerwartet überlegen geführten Partie der IGR. Und, bist du vorbereitet? Ich brauche mich nicht vorbereiten. Wieso? Der Kers kocht. Ja, der Kers kocht. Und du guckst nur zu und hilfst ein bisschen. Das kann ich. Das kriege ich hin. Wir freuen uns. 7. April. RS1TV. In der zweiten Halbzeit versuchten die Düsseldorfer nochmal heranzukommen, aber dank einer konsequent starken Verteidigung und vor allem wegen einem überragenden Jonas Langenhol im Kasten konnten die Remscheider die Null halten. Und es wurde sogar noch besser. In Minute 41 gibt's nach dem 10. Teamfoul der Landeshauptstädter Penalty für die IGR. Den kann Maximilian Richter zwar zunächst nicht verwerten, hält aber die Konzentration aufrecht und macht den Nachschuss rein. 5:0 jetzt für Remscheid. Das sollte es für heute dann auch gewesen sein. Die IGR Remscheid gewinnt das Spiel absolut verdient mit 5:0 und bleibt somit weiterhin klar auf Kurs. Nächste Woche Samstag um 15.30 Uhr geht's schon mit einem erneuten Heimspiel weiter. Dann empfängt man in Lennep den RSC Darmstadt.